Herzlich willkommen beim Invest in Best YouTube Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hautnagel. Und heute mit dem Thema toter Kapitalismus. Ist der Kapitalismus tot? Wir hören das ja immer mehr, dass der Kapitalismus jetzt mehr oder weniger in seinen letzten Phasen ist. Und ja, man muss schon sagen, wenn ich mir diese Anzeichen global ansehe, was derzeit los ist, lieber Hannes, muss man schon sagen, der Kapitalismus ist in großer Gefahr. Absolut, Benjamin. Man sieht einfach immer mehr, gerade diese Millennial-Generation und Jünger, die driften einfach immer weiter. Ich spreche ungern mit links und rechts, aber wenn man so diese klassischen Einteilungen haben will, ist immer mehr nach links, immer weiter weg vom Kapitalismus. Die Jugend will keinen Kapitalismus mehr. Sie will immer mehr Sozialismus, fast schon Kommunismus, ein gemeinschaftliches Bestimmen über das Wohl und Hab und das Gut der Menschen, ein gemeinschaftliches Bestimmen, wie viel Arbeit zu leisten ist, um immer weniger Stunden Arbeit bringen und für sich auch. Also es geht immer mehr in diese kommunistische, diese stark sozialistische Richtung rein und das macht mich natürlich ein bisschen nachdenklich. Ja? Ich bin ja persönlich der Meinung, der Mensch ist auf der Erde und der Evolution bedingt, sich weiterzuentwickeln. Und Weiterentwicklung findet ja auch noch für sich nur statt, wenn der Mensch bereit ist, von diesen abhängigen, von diesen dependenten Wesen, wie er auf die Welt kommt. Jeder weiß, als Kind ist man abhängig, man ist unmündig, man muss seinen Eltern gehorchen, man braucht seine Erziehungsberechtigten. Es werden im Alter von 0 bis 7 ganz, ganz viele Programme auch in das Kind abgespeichert, die dann das ganze Leben wieder und wieder abgerufen werden. So, und dann wird man erwachsen. Es hat ja einen Grund, warum in allen Kulturen die Firmung etc. Und viele in anderen Religionen auch in das Alter 14, 15 herum so die Erwachsenwerdung des Menschen passiert. Denn hier an und für sich ist jegliche Erziehung abgeschlossen. Hier ist der Mensch mündig und hier sollte er an und für sich in ein erwachsenes, in ein independentes Leben reinsteuern. Leider passiert das nicht. Immer weniger passiert das. Die meisten Menschen wählen die Abhängigkeit. Sie wollen den Staat, sie wollen den Chef in der Firma, sie wollen einen dominierenden Partner, sie wollen an und für sich nicht mehr selber entscheiden und selber für ihr Leben verantwortlich sein. In meinen Augen eine furchtbar traurige Entwicklung, denn das, was den Menschen in meinen Augen ausmacht, das Geschenk, das größte Geschenk, das der Mensch bekommen hat, ist der freie Wille, die freie Kraft zu entscheiden, den freien Geist, Dinge zu entdecken, Dinge zu gestalten und die Welt ein Stück besser, ein Stück erlebter zu machen. Wenn das verloren geht, glaube ich, dann verliert die Menschheit als Ganzes, als Gesamtes ganz, ganz viel. Und auf diesem Weg befinden wir uns gerade, wenn eben wirklich Staaten immer mehr eingreifen in die persönlichen Belange der Menschen, wenn der Mensch immer weniger selber die Verantwortung übernehmen will. Und das erleben wir momentan wirklich im großen Stil in der Wirtschaft. Stichwort Benjamin, lasse ich dir gerne ein paar Worte sagen. QI, was sagst du da dazu? Ja, man muss immer hinterfragen, woher kommt denn dieser Drang zum Sozialismus? Weil wenn der Kapitalismus denn für alle Menschen funktionieren würde und besonders, weil du das Wort Millennial im Mund genommen hast vor, die Millennium-Generation, das ist eben die Generation zwischen 1982 bis circa 2001, wenn man diese Generation wirklich, ja, wenn die einen funktionierenden Kapitalismus hätte, würde die niemals auf der Straße stehen und würde für, ja, diese ganzen Sachen protestieren, für die sie eben protestieren. Es geht vielmehr darum, dass man hier auf den Grund gehen muss, woher das kommt. Warum kommt dieser Drang zum Sozialismus? Der Drang ist ganz klar, man kann diese Karriereleiter, diese klassische Karriereleiter nicht mehr hinaufsteigen. Das bedeutet, diese Umverteilung eben von unten nach oben wird durch diese massiven Eingriffe des Staates, die wir ja schon seit gut 20 Jahren sehen, befeuert und das ist einem quasi ein immer mehr Absaugen von unten wie ein Staubsauger nach oben in die anderen Kanäle. Diejenigen, die natürlich eben die Vermögenspreise haben, die davon profitieren, also die Vermögenswerte haben, Entschuldigung, diejenigen, die Vermögenswerte haben, die profitieren von dieser großen Geldschwemme als erstes. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, wenn du jetzt 10 Wohnungen hast, ja, und du hast diese 10 Wohnungen zum Beispiel an Studenten vermietet, dann möchtest du natürlich auch deine Mieten ständig erhöhen, ja klar, weil du möchtest ja eine Indexanpassung, eine Inflation haben etc., aber die Löhne steigen natürlich, sind die letzte Zeit nicht mehr mitgestiegen. Und natürlich ist das für die junge Generation ganz schwierig, überhaupt noch zu studieren und wenn man dann in den Job reinkommt, wird es auch ganz schwierig, weil einfach die Einkommen nicht mehr mitziehen, ja etc. etc. Und ich glaube daher, Hannes,
kommt der Benjamin, Drang. Aber das ist ein Riesenstichwort, das ist ein riesentolles Stichwort, was du da gesagt hast, die Bildungssysteme. Die USA wird immer stark kritisiert für ihr Bildungssystem, wo die Menschen relativ hohe Summen bezahlen müssen für ihr Studium. Aber wenn man sich das genauer anschaut, wer ist da die Schuld oder warum ist das passiert? Und das ist an und für sich, der Grund liegt da an und für sich schon in dem Sozialisieren des ganzen amerikanischen Bildungssystems. Es war nämlich so, früher war es ganz klassisch, man wollte studieren, man hat einen Sommerjob gehabt, man hat gearbeitet im Sommer, man hat nebenbei ein bisschen gejobbt, wenn man nicht von zu Hause eben dementsprechend unterstützt worden ist, um sich das Studium zu finanzieren. So, jetzt war da ein gutes Angebotspreisniveau da. Die meisten Universitäten haben die Studiengebühren so veranschlagt gehabt in den USA, damit sie sich mit Arbeit leistbar waren. Was ist dann passiert? Dann hat der Staat eingegriffen und gesagt, okay, lieber Studierender, lieber Stipendiant, wir geben dir einen staatlichen Kredit, einen Bildungskredit, mit dem du dein Studium bezahlen kannst und irgendwann im Nachhinein, wenn du dein Studium abgeschlossen hast, dann wird der Kredit fällig und du zahlst zurück. Klingt an und für sich wahnsinnig fair, klingt wahnsinnig spitze. Die Studenten können die Sommer genießen, können Party machen, können nebenbei sich aufs Studium konzentrieren und dann Studenten Alltagsleben eben so frönen. Und nur das Problem war folgendes, dass natürlich dann die Universitäten gewusst haben, okay, die Stipendien oder die Spendien, sondern die Kredite werden in jeder Höhe vergeben. Und natürlich haben die Preise enorm angezogen. Es sind die Preise jährlich um zig Prozent erhöht worden, was Jahre zuvor nicht passiert ist. Also an und für sich ist der große Profiteur von dem ganzen System die Universitäten. Man kann jetzt natürlich auch sagen, okay, dann wird mehr gesteckt in Bildung und Forschung und so weiter, aber an und für sich war das System vorher nicht schlechter und es hat besser funktioniert. Und darauf kommen auch mittlerweile ganz, ganz viele Ökonomen in den USA. Also von dem her ist nicht immer besser, wenn der Staat irgendwo eingreift, wenn es irgendwo leichter gemacht wird für das Volk. Es hat immer, jemand muss die Rechnung bezahlen und einen Rattenschwanz zieht es nach sich. Und ich bin einfach der Meinung, die Menschen, es wäre wichtig, diese klassische Metamorphose, was bei den Menschen stattfinden muss, wenn er einem erwachsen wird, in die Eigenverantwortung zu kommen und dann auch den Erfolg umzusetzen. Nur so findet Erfolg statt und auch das ist wieder eine dieser Parallelen, was alle erfolgreichen Menschen gemein haben. Sie tragen Verantwortung für ihr Tun und damit wollen sie auch, dass ihr Tun gelingt. Und ich glaube einfach, das wäre ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung. An dieser Stelle auch herzlich alle eingeladen auf investinbest.de. Man braucht bei uns kein Darlehen und keinen Kredit. Es gibt einen kostenlosen Welcome-Kurs, wo man so die wichtigsten Infos näher gebracht bekommt. Würde mich freuen, wenn ihr da alle vorbeischaut. Könnt ihr euch da kostenlos anmelden mit eurer E-Mail-Adresse und dann die ersten Stundenseminare genießen. Und ich glaube, da ist für jeden wirklich viel dabei. Für jeden ist viel dabei, der sein Leben selbst gestalten will und selbst eine finanziell erfolgreiche und freie Zukunft starten will. Benjamin, nochmal das Stichwort QI. Wie siehst du das in Bezug QI-Programme auf den freien Menschen, auf Kapitalismus? Ja, ich meine, natürlich ist QI ist ja nichts anderes. Also Geldvermehrung bedeutet ja nichts anderes wie eine riesengroße Umverteilung, weil Geldinflation, also Geldmengenvermehrung, trifft auf immer weniger Güter. Man kann nicht unendlich viele Güter produzieren, aber unendlich viel Geld machen. Geld produzieren meine ich jetzt. Und dadurch ist es natürlich von denjenigen, die ja ständig von diesen Gütern abhängig sind, unter anderem, die zahlen die Zeche dafür, weil die müssen das immer mit wertlosem Geld bezahlen. Aber es gibt natürlich immer, die Frage ist immer, wohin fließt dieses ganze Geld von QE? Ja, wie gesagt, manche sagen, wir haben Deflation, manche sagen, wir haben Inflation. Wohin fließt das Geld? Und bis jetzt ist es einfach in die Vermögenswerte eben geflossen. Und das, ja, wie gesagt, ist für mich der absolute Hauptgrund, warum wir diesen Drang zum Sozialismus haben, um wieder zum Thema jetzt richtig tief reinzukommen und weg vom Kapitalismus, weil es ein Wirtschaftssystem für die Elite ist, ein Wirtschaftssystem für diejenigen, die was haben und ein absolut mieses System für diejenigen, die einfach noch nichts haben oder nie was gehabt haben. Ja? Aber gerade eben die Millennium-Generation, die ja jetzt eigentlich voller Hoffnung nach dem Studium, nach der Ausbildung in die Arbeitswelt kommt, jetzt auf einmal sieht, oh mein Gott, was ist denn hier los? Ich kann mir nichts mehr kaufen mit meinem Lohn, ich kann mir nichts mehr sparen mit meinem Lohn. Dieses System ist nicht für mich, ich bin gerade im Aufbau, vielleicht habe ich gerade ein junges Kind zu Hause, gerade in dieser Zeit macht man ja die Familien, Babys etc., vielleicht habe ich sogar einen Hauskredit aufgenommen und dann kommt die Frustration und daher kommt der Drang, okay, wenn das nicht mehr funktioniert, was ja Turbo-Kapitalismus eigentlich ist,
sagen ja die meisten, das ist ja eigentlich die beste Form Kapitalismus, die wir leben, was nicht stimmt. Aber das ist so in den Köpfen der Menschen drin, dann müssen wir in die andere Richtung gehen, weil das funktioniert nicht. Also wollen sie mit aller Gewalt was anderes, und Politik fördert genau das, was der Bürger nachfragt. Ja? Und was fragt er derzeit nach? Ein Drang nach links. Das ist so, du hast vollkommen recht. Wertfrei, das ist immer wertfrei bei uns, liebe Zuhörer, also nichts denken dabei. Es ist einfach, sind die Fakten, und die junge Generation möchte diesen Sozialismus haben, und daher muss man sich jetzt die Frage stellen, Hannes, was bringt die Zukunft? Was würdest du sagen, wie geht es hier weiter? Ich glaube schon, dass wir, zumindest in Europa gesehen, wird es ganz, ganz schwierig, nicht den Sozialismus zu deswegen sehen. Ich sehe das ganz genauso wie du. Deswegen bleibe ich ja auch ein USA-Fan. Ich weiß, in vielen Seminaren und Videos sprechen wir darüber, dass man nicht mehr wahnsinnig gut an den Dollar glauben und dass die USA vor massiven Problemen steht. Und man sieht es auch in den USA derzeit, was momentan los ist, einfach, dass das Ganze schon losgegangen ist, was da jetzt brechen wird. Aber an und für sich ist so, dass der amerikanische Mind ist sehr erfolgsorientiert. Und natürlich gibt es da auch diese Bernie Sanders und sehr linken Bestrebungen. Aber ich glaube einfach, der Großteil der Amerikaner ist nach wie vor leistungsorientiert. Der will was schaffen, der will was leisten, der will sein Leben in die Hand nehmen, seine Sterne selbst ordnen. Und das ist natürlich auf Dauer gesehen ein Mindset, wo ich persönlich sehr, sehr stark daran einfach glaube. Im Gegensatz zu einem europäischen Mindset, das sehr staatlich orientiert ist, sehr auf einen Wohlfahrtsstaat aus ist, der an und für sich aber auch finanziert werden muss. Und diese Finanzierung, die sehe ich einfach immer weniger. Wir haben es bei den Pensionssystemen, wir haben es bei den Krankensystemen, wir haben es bei den Sozialsystemen, einfach, dass das Ganze immer schwieriger wird zu finanzieren, wenn immer weniger bereit sind, etwas zu leisten. Und dann wird das Ganze natürlich auch ein bisschen schwierig werden. Das Wichtigste dabei bei mich allerdings, ich bin so der Mind-Typ von uns zwei, Benjamin, aber ist einfach, dass der Mensch muss Sinn haben. Der Mensch muss einfach Sinn finden in seinem Tun. Und ich glaube, die wenigsten Menschen finden darin Sinn in einem bedingungslosen Grundeinkommen. Keiner wird damit glücklich sein, glaube ich. Es ist schön natürlich, dass keiner auf der Straße hungern muss. Da bin ich absolut. Wir leben in einem Wohlstand in Europa und dieses soll auch fair verteilt werden. Natürlich in gewissen Maßen, aber ohne durch Leistung. Genau. Fair durch Leistung, natürlich fair durch Leistung, absolut. Nicht verteilt werden durch fiskale Maßnahmen, durch irgendwelche Geschichten, sondern fair durch Leistung. Und es braucht keinen Hunger in Europa. Wir haben genug Möglichkeiten, definitiv. Aber ohne, dass der Mensch Sinn findet, ohne, dass er Sinn in seinem Tun findet, glaube ich nicht, dass eine Gesellschaft auf Dauer funktionieren kann. Früher oder später kommt es dann zu massiven Verwerfungen. Richtig. Und dann hat sich das Problem leider selbst erledigt. Und ich glaube nach wie vor daran, dass die Jugend, dass da in uns allen ganz, ganz viel steckt, ein großer Leistungsdrang steckt und dass man dann einfach wieder ein bisschen ein positives Feuer, also einen Freiheitsgedanken mehr oder weniger wieder ein bisschen anzünden muss in jedem Einzelnen. Wenn das funktioniert, dann sind wir, glaube ich, auf einem fantastischen Weg, wenn wir diese Krise, die jetzt vor uns liegt, hinter uns gebracht haben. Super, Hannes. Ja, gut, dann würde ich sagen, das war ein schönes Schlusswort jetzt. Und liebe Zuhörer, bitte gebt uns diesen Daumen hoch, das ist ganz wichtig. Abonniert diesen Kanal, die Glocke anschalten, damit ihr gar kein Video mehr verpasst. Kommentiert auch unbedingt in den Kommentaren, was sagt ihr, wie geht's hier weiter? Ist der Kapitalismus wirklich tot? Kriegen wir jetzt den hundertprozentigen Sozialismus hier in Europa? Hoffentlich nicht, kann man nur sagen. Aber mich und Hannes würde es unbedingt interessieren, was sagt ihr dazu? Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Es hat uns sehr gefreut. Schaltet wieder ein. Bis bald. Tschüss. Schon wieder vergessen. Die Züchter, genau. Warte. Und vergesst niemals, die Zyklen schlafen nie. Nutzen wir deshalb die Chancen daraus. Bis bald und tschüss.